Ein winziges Dorf in Frankreich ist seit 70 Jahren die Attraktion für Schatzsucher. Rennes-le-Château gilt als einer der geheimnisvollsten Orte der Erde. Es gibt vergrabene Schätze, Geheimcodes und Verschwörungen. Und das alles, weil am Ende des 19. Jahrhunderts der örtliche Pfarrer Abbé Béranger Saunier auf einmal unglaublich reich wird. Aber niemand weiß, wie. Das große Rätsel ist, woher kam das Geld? Manche meinen, er hätte einen vergrabenen Schatz entdeckt. Andere behaupten, er sei auf ein Geheimnis gestoßen, das die Grundfesten der katholischen Kirche erschüttern könnte. Und das ist die Wahrheit. Saunier ist der Baum, der den Wald verdeckt. Das Geheimnis um das Geld ist nur oberflächlich. Es gibt andere Dinge, die sehr viel tiefer gehen. Dies ist die wahre Geschichte von dem Schatz in Rennes-le-Château. Das kleine Dorf befindet sich im südfranzösischen Departement Aude am Fuße der Pyrenäen. Hier liegt im Jahr 1953 eine alte französische Frau im Sterben. Marie Dernanot ist sehr krank und ihr Zustand verschlechtert sich rasch. Ihr Freund Noël Corbu hängt an ihren Lippen. Sie sagte, wenn ich weiß, dass ich sterbe, keinen Moment früher, vertraue ich dir ein Geheimnis an, das dich reich und berühmt machen wird. Dieses Geheimnis kann Millionen wert sein. Noël Corbu sitzt unruhig an ihrem Bett und hofft, dass sie sich ausreichend erholt, um ihm zu sagen, was sie versprochen hat. Das Geheimnis betrifft den vergrabenen Schatz, den ihr Geliebter Béranger Saunier 70 Jahre zuvor entdeckt haben soll. Die Geschichte beginnt, als Béranger Saunier zum neuen Pfarrer von Rennes-le-Château ernannt wird. Als Béranger Saunier im Jahr 1885 in Rennes-le-Château eintraf, fand er ein kleines, eher verarmtes Bergdorf vor. Kein vielversprechender Ort für einen jungen Pfarrer, der in der Kirche Karriere machen will. Die Kirche war ziemlich heruntergekommen, das Dach war undicht. Durch verschiedene Löcher in den Fenstern und an anderen Stellen flogen die Vögel rein und raus. Sie war nahezu unbenutzbar. Sauniers Kirche war ursprünglich eine private Kapelle der Herren von Rennes-le-Château, die im nahegelegenen Schloss lebten. Von ihnen hat das Dorf seinen Namen. Die Kirche ist wie viele andere in der Region der Maria Magdalena geweiht, was den neuen Pfarrer ganz besonders fasziniert. Saunier mochte die Figur der Maria Magdalena, aber der Grund, warum sie ihr geweiht wurde, ist, sie genießt einen wahren Kultstatus in diesem Teil Frankreichs. Über Maria Magdalenas Rolle im Leben von Jesus Christus wird seit mehr als 1000 Jahren diskutiert.
In der Bibel gilt sie als einzige, die sowohl die Kreuzigung als auch die Wiederauferstehung bezeugt hat. Doch dann verschwindet sie schlagartig aus dem Neuen Testament. Manchen Legenden nach flieht sie nach Frankreich. Den Heiligen Gral, jenen Kelch, aus dem Jesus beim letzten Abendmahl getrunken hat, habe sie mitgenommen. In dieser Region gibt es eine jahrhundertealte Überlieferung, der zufolge Maria Magdalena hierher kam. Nachdem sie, wie viele andere auch, aus Palästina fliehen musste, hat sie in Narbonne Zuflucht gefunden. Im Mittelalter entstehen zahlreiche Legenden über ihr Leben im Süden von Frankreich. Im 12. Jahrhundert wird sie von der heretischen Glaubensbewegung der Katharer verehrt. Die sollen einen legendären Schatz versteckt haben, der sogar den Heiligen Gral enthalten könnte. Aus dieser Zeit stammen viele Geheimnisse um die Katharer, die Templer, den Gral. Deshalb ist sie so wichtig für alle Mythen. Die katholische Kirche hat die Katharer brutal verfolgt. Doch deren Schatz wird nie gefunden. Die Legenden um Maria Magdalena und den Schatz der Katharer sind dem neuen Pfarrer von Rennes-le-Château wohl bekannt. Anfänglich muss Saunier mit einem kleinen Gehalt auskommen. Er hat kein Geld zur Renovierung der verfallenden Kirche. Wie so viele Pfarrer damals wünscht er sich, er hätte mehr. Trotz seines mageren Einkommens gelingt es ihm, eine Haushälterin anzustellen, Marie Denarnot. Die Beziehung zwischen Saunier und Marie Denarnot ging über das Verhältnis zwischen einem Pfarrer und seiner Haushälterin hinaus. Sie wurde auch die engste Vertraute für den Rest seines Lebens. Im Jahre 1886 erhält Saunier, so sagt er, von einer wohlgesinnten Gräfin eine Zuwendung zur Renovierung seiner baufälligen Kirche. Während der Arbeiten geschieht etwas, das sein Leben als einfacher Dorfpfarrer für immer verändern wird. Während der Renovierung stieg der Glöckner, der weiter jeden Tag die Glocken läutete, aus dem Turm herunter, dorthin, wo die Arbeiten stattfanden. Er bemerkte auf dem Boden einen Holzpfeiler, der die Kanzel getragen hatte. In einer Öffnung entdeckte er ein kleines Fläschchen, in dem sich ein Blatt Papier befand. Saunier nimmt das Pergament heraus und sieht es sich genauer an. Es scheint eine Art Karte zu sein mit Angaben zu einem unter der Kirche und dem Friedhof vergrabenen Schatz. Saunier weist die Arbeiter an, den Boden der alten Kirche freizulegen. Sie machen eine überraschende Entdeckung. Saunier nimmt den Topf mit den Goldmünzen an sich und spielt den Fund herunter. Er tat so, als ob die Münzen wertlos seien, aber die Arbeiter nahmen ihm das nicht ab.
Nach dieser ersten Entdeckung ist Saunier sicher, in der legendären Krypta und im Grab namens Tombeau des Seigneurs unter der Kirche weitere Schätze zu finden. Wir wissen aus Aufzeichnungen, dass das Grab der Herren existiert, aber nicht wo. Wahrscheinlich dokumentiert das Pergament den Standort der Krypta, in der sich das Grab der Herren befindet. Viele glauben, das Pergament habe noch andere Informationen enthalten, die Saunier glauben ließen, in der Krypta sei der Schatz der Katharer, vielleicht sogar der Heilige Gral zu finden. Der Pfarrer bittet seine Haushälterin und mittlerweile Geliebte, Marie Denarnot, ihm bei der Suche nach dem Grab zu helfen. Er sucht nachts nicht in der Kirche, sondern auf dem Friedhof. Er beginnt zu graben, um von außen zur Krypta vorzudringen. Die Arbeiten sind schwierig, denn er muss nachts arbeiten, vor allem damit die Dorfbewohner nichts bemerken. In seinem Tagebuch beschreibt Saunier die Nacht, als er die Grablege gefunden hat. Er hat alles in seinen Notizbüchern festgehalten. Ich habe sie durchgearbeitet. An einem Tag im September 1891 heißt es da: Entdeckung eines Grabes. Abend. Regen. An diesem Tag hat er unter der Kirche das Grab der Herren von Rennes gefunden. Manche sagen, Saunier habe das Grab eines Adligen gefunden, der mit Juwelen und Gold beerdigt wurde. Was er tatsächlich in dem Grab gefunden hat, wird er niemals preisgeben. Was er gefunden hat, wir wissen es nicht. Dann gäbe es ja kein Geheimnis. Vermutlich hat er den Eingang zu einem Grab entdeckt, der Zugang zu einem unterirdischen Raum gewährte und der noch irgendwo hinführte. Kurz darauf beginnt Saunier, sich für längere Zeiten nicht mehr blicken zu lassen und macht nach seiner Rückkehr stets mit der Ausgrabung des Friedhofs weiter. Es kommt zu weiteren Auffälligkeiten im Umfeld von Béranger Saunier. Marie holt bei der Post jeden Tag bis zu 150 Briefe aus aller Welt ab und übergibt sie Saunier. Ein weiteres Geheimnis, das die beiden teilen. Niemand weiß, was er vorhat, aber mit einem Mal ist er richtig reich. Nach den ersten Funden auf dem Friedhof fing er an, alle Rechnungen bar zu bezahlen. Sein Bankkonto wies 100.000 Francs auf. Plötzlich hatte er sehr viel Geld. Das erste Geld hat er in die Kirche gesteckt. Die eigenartige Dekoration wird montiert, die Statue vom Dämon, der das Weihwasserbecken trägt. Es gab etwa 90 Besonderheiten in der Ausstattung, Sachen, die man nicht erwartet. Es gibt zum Beispiel eine Figur im Kilt, aber was soll die in einer biblischen Szene?
Manche glauben, die seltsame Dekoration würde auf seinen Fund hindeuten. Was bedeuten zwei Jesus-Babys in einer Kirche? Eins in den Armen von Josef, eins in den Armen seiner Mutter Maria. Was will Sonnier damit sagen? Ein besonderes Beispiel ist das große Wandgemälde mit der Bergpredigt von Jesus. Am Fuße des Berges liegt ein Geldbeutel mit einem Loch, aus dem eine Goldmünze herauslugt. Als ob Sonnier symbolisch sagen wollte, dass er einen Schatz gefunden und einen Teil davon bereits verwendet hat. Nicht viel und noch sehr viel mehr da ist. Manche halten das für eine Art Schatzkarte, Wegbeschreibungen zu verschiedenen Stellen in der Umgebung von Rennes-le-Château, wo der Schatz sein soll. Nach der vollständigen Restaurierung der Kirche beginnt Sonnier, das Geld ungeniert für sich selbst auszugeben. Er kauft Grundstücke im Dorf, um sein Landgut, sein Anwesen zu bauen und Gärten anzulegen. Auch eine Villa. Sonnier lässt einen kostspieligen neuen Turm errichten, den Tour Magdala, benannt nach Maria Magdalena. In seinen üppigen Gärten hält er sogar Lamas und einen Affen. In seinem neuen Haus, der Villa Betania, präsentiert er seinen neuen Reichtum und verköstigt erlesene Gäste mit edlen Weinen und Speisen. Sonnier gibt etwa 200.000 Francs aus. Nach heutiger Währung wären das mehrere Millionen Euro. Seine Ausgaben sind so hoch, dass sich die Bewohner von Rennes-le-Château allmählich fragen, woher er all das Geld hat. Bald stellen sich auch andere diese Frage. In 1902 wird Monseigneur Bonséjour zum neuen Bischof von Carcassonne ernannt und ist zuständig für Sonniers Pfarrgemeinde. Er fragt ihn nach einer Erklärung für die übermäßigen Ausgaben, doch Sonnier verweigert die Antwort. Sonnier wird seines Amtes enthoben und darf keine Gottesdienste mehr halten. Aus Trotz stellt er in seiner Villa einen eigenen Altar auf und hält weiter Messen für seine Anhänger. Er weigert sich, sein Anwesen zu verlassen. Er sagte, seine Besitztümer lägen hier in Rennes und deshalb würde er bleiben. Besitz stand für ihn also über Geistlichkeit. Schließlich wird ein kirchliches Verfahren vom Vatikan gegen ihn eingeleitet, bei dem er jedoch nie anwesend ist. Stattdessen schickt er teuer bezahlte Anwälte. 6 Jahre dauert das Verfahren. Er soll alle unrechtmäßig erworbenen Mittel zurückzahlen, doch dazu ist er nicht in der Lage. So stirbt er verarmt im Jahr 1917. Wegen seines ausschweifenden Lebens verfügt Sonnier am Ende weder über Geld noch Besitz.
Es heißt, um zu verhindern, dass die Kirche seinen Besitz beschlagnahmt, hat er sein gesamtes Anwesen seiner Haushälterin und Vertrauten Marie Denano überschrieben. Die Dorfbewohner erzählen, dass sie Sonniers Grab jeden Tag und jede Nacht besucht hat. Sie war ihm offenbar weiterhin ergeben. Die Geschichte von Sonniers unglaublicher Entdeckung verbreitet sich schnell. Hat er den legendären Schatz der Katharer gefunden? Oder etwas noch Wertvolleres? Welches Geheimnis hütet der mysteriöse Pfarrer von Rennes-le-Château? Erste Antworten darauf tauchen 1946 auf, fast 30 Jahre nach Sonniers Tod, als Noël Corbu mit seiner Familie das Dorf besucht. Noël Corbu war eine interessante Figur, ein vor allem sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der sich auch als Schriftsteller versuchte. Corbu lebte mit seiner Familie im benachbarten Bugarach. Bei einem gemeinsamen Spaziergang in Rennes-le-Château stellten sie fest, dass das Anwesen bewohnt ist. Die Corbus finden heraus, dass Marie Denarno das Anwesen besitzt. Claire, die Tochter von Noël Corbu, erinnert sich an die erste Begegnung. Ich war noch ein Kind, als wir Marie das erste Mal gesehen haben. Sie wirkte wie eine richtige Großmutter, sehr klein und schwarz gekleidet. Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Marie hat viele Jahre zurückgezogen gelebt und freut sich jetzt über die Besucher. Meinem Vater gefiel das Anwesen. Er mochte Hügellagen, Schlösser und all solche eindrucksvollen Dinge. Das Anwesen von Madame Denarno gefiel meinem Vater ganz besonders. Nach mehreren Besuchen ist Noël Corbu so angetan von dem Anwesen, dass er Marie einen Vorschlag macht. Er bot ihr an, sie als Familienmitglied, sozusagen als Großmutter, zu adoptieren. Wir würden sie, so gut es ihnen nur möglich war, behandeln. Sie wollten ihre Freunde, ihre Familie sein, sich um sie kümmern. Im Gegenzug wünschte er sich, das Anwesen von Sonnières zu übernehmen. Marie überlässt den Corbus die Führung des Anwesens und zieht Noël Corbu allmählich ins Vertrauen. Sie erzählt ihm vom Geheimnis ihres geliebten Béranger Sonnières und der gemeinsamen Entdeckung des vergrabenen Schatzes. Wo der Schatz verborgen ist, sagt sie jedoch nicht. Das würde sie ihm erst kurz vor ihrem Tod offenbaren. Dann hatte sie einen Schlaganfall. Sie konnte weder schreiben noch sprechen. Noël Corbu saß unruhig an ihrem Bett und hoffte, dass sie sich ausreichend erholt, um ihr Versprechen einzuhalten. Marie stirbt 1953 kinderlos und vererbt das gesamte Anwesen den Corbus. Seitdem werden die Geschichten, die Marie über Sonnières erzählt hat, weithin bekannt.
In aufsehenerregenden Zeitungsartikeln offenbart Corbu, dass Desnarnaud und Saunier einen großen Schatz entdeckt haben. Dieser Schatz habe jedoch nichts zu tun mit Maria Magdalena, den Katharern oder dem Heiligen Gral. Er sei völlig anderer Natur. Eine Riesensumme, die einst versteckt wurde und im Laufe der Zeit anscheinend vergessen worden sei. Corbu zufolge hat die Königin und Regentin von Frankreich, Blanca von Kastilien, im 13. Jahrhundert das gesamte Vermögen ihrer Nation, etwa 18 Millionen Goldstücke und Schmuck, irgendwo unter der Kirche von Rennes-le-Château vergraben. Damit sollte ihr Sohn, der zukünftige Ludwig IX., freigekauft werden, der auf dem Kreuzzug gegen die Ägypter gefangen genommen worden war. Mein Vater liebte diese Geschichte. Er erzählte sie gerne seinen Kunden und machte eine Aufnahme davon, damit er sie nicht immer wiederholen musste. Laut Corbu hat Marie erzählt, dass sie mit Saunier nur einen Bruchteil des Schatzes der Blanca von Kastilien gefunden hatte und mehr, noch viel mehr zu entdecken sei. Sie sagte, mein lieber Noel, mit der Hinterlassenschaft von Saunier ist die Versorgung von Rennes für 100 Jahre gesichert. Außerdem meinte sie, er brauche sich nur zu bücken, um das Gold aufzuheben. Marie erzählt, dass Saunier häufig verschwand, um Teile des Schatzes außer Landes zu verkaufen. Das Geld habe er per Post zurückgeschickt. Doch dann stirbt sie, ohne die wirklich wichtige Information, wo der Schatz genau begraben liegt, offenbart zu haben. Sie nimmt das Geheimnis über den Schatz der Blanca von Kastilien mit ins Grab. Aber Corbu ist sicher, dass er noch irgendwo da unten ist. Sie hatte ihn überzeugt, dass etwas unglaublich Wertvolles darauf wartet, entdeckt zu werden. Und er suchte überall danach. Da der vergrabene Schatz große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt, eröffnet Corbu im alten Anwesen von Saunier ein Hotel und Restaurant, um die zahlreichen Schatzsucher zu bewirten. Vor allem kamen Schatzsucher, angelockt durch die Geschichte meines Vaters. Darunter ist auch einer der berühmtesten Schatzjäger Frankreichs. 1958 trifft Robert Charroux in Rennes-le-Château ein. Robert Charroux war Präsident des französischen Schatzjägerclubs und hatte mehrere Bücher geschrieben. Ein sehr bekannter Schatzjäger. In Rennes sorgte das für großes Aufsehen. Charroux sucht in der Kirche und auf dem Friedhof mit Metalldetektoren nach dem verborgenen Schatz. Doch trotz all seiner Erfahrung kann auch er nichts finden. Was Noël Corbu durchaus gelegen kommt. Charroux meinte, dass mein Schwiegervater sehr viel mehr wusste, als er ihm sagen wollte, und dass er deshalb keinen Erfolg hatte. Die Geschichten von Corbu und Charroux verbreiten sich wie ein Lauffeuer in ganz Frankreich. 1961 bringt der französische Sender ORTF sogar einen Beitrag über das Geheimnis. Corbu ist so sehr in das Entstehen dieser Legende verwickelt, dass er hier die Rolle des Saunier übernimmt.
Auch Schatzjäger Jean Brunelin wird auf die Geschichte um Saunière aufmerksam. Ich bin vor allem Schatzsucher. Alle sprachen davon und überall bohrten die Leute Löcher und bliesen zum Teil sogar Luft hinein, um zu sehen, ob sie auf der anderen Seite wieder herauskamen. Trotz jahrelanger Suche und offizieller archäologischer Grabungen wird kein Schatz gefunden. Die Schatzsuche in Rennes und im Umland hatte solche Ausmaße angenommen. Der ganze Ort war mit diesem Tunnel durchzogen. Deshalb wurden weitere Grabungen 1965 verboten. Doch dann nimmt die Geschichte eine dramatische Wende, die zu noch mehr Spekulationen über Saunières Reichtum führt. Es geht um das Pergament, das einst in einem Pfeiler gefunden wurde und Saunière ursprünglich veranlasst hat, nach einem Schatz zu suchen. Alle glaubten, das Dokument sei für immer verloren. 1967 behauptet der Journalist Gérard de Sète, Saunière habe tatsächlich zwei Pergamente gefunden und veröffentlicht sie zum ersten Mal in seinem Buch. Mit dem Buch L'Or de Rennes, das Gold von Rennes, wird die regionale Sensation zunächst auf nationale und dann auf eine internationale Ebene gehoben. De Sète zufolge hat Saunière die Pergamente seinem Bischof gezeigt. Der habe von ihm gefordert, sie den höchsten Kirchenbehörden in Paris vorzulegen. De Sète behauptet, dass Saunière nach seiner Rückkehr aus Paris plötzlich unermesslich reich gewesen sei. Hatte er am Ende doch einen großen Schatz gefunden? Der Co-Autor des Buches, Pierre Plantat, gibt der BBC ein Interview, um einige Hinweise zu ihrer Theorie zu erläutern. Wird der Schatz von Rennes-le-Château jemals gefunden? Sie meinen wohl einen materiellen Schatz. Wir sprechen nicht von einem materiellen Schatz. Sagen wir einfach mal, es gibt in Rennes-le-Château ein Geheimnis. Aber wenn Plantat und de Sète recht haben und Saunière keinen materiellen Schatz gefunden hat, wie ist er dann so reich geworden? Sie nehmen die ursprüngliche Geschichte von Saunière, das Geheimnis von Rennes-le-Château, als Aufhänger für eine ganz neue Geschichte. De Sète und Plantat zufolge überliefern die Pergamente ein Geheimnis. Die Erblinie des letzten Merowinger-Königs von Frankreich, Dagobert II., sei nicht ausgestorben, sondern lebe bis heute fort. Zu ihrem Schutz sei eine Bruderschaft namens Prieuré de Sion gegründet worden. Ein paar Jahre später entschlüsselt der britische Autor Henry Lincoln die Pergamente separat und spinnt die Geschichte von de Sète und Plantat weiter. Er behauptet, die Pergamente gehörten zu einer Reihe von Indizien, die beweisen, Maria Magdalena sei tatsächlich aus dem Heiligen Land nach Frankreich geflohen, als sie von Jesus schwanger war. Aus der Blutlinie von Christus seien die französischen Merowinger-Könige hervorgegangen und der letzte lebende Vertreter sei der geheimnisvolle Pierre Plantat. Der Heilige Gral wird auch als Sang Greal bezeichnet, aber es geht nicht um einen Kelch, sondern um königliches Blut, auf Französisch Sang Real. Das sei Saunières großes Geheimnis gewesen. Henry Lincoln erläutert seine Entdeckung im amerikanischen Fernsehen.
Das Geheimnis hinter dieser Entdeckung und der ganzen Recherche betraf ein kleines Dorf in Frankreich, wo ein Pfarrer offenbar einen Schatz gefunden hatte. Wir haben uns diese Geschichte genauer angesehen. Der Gral taucht dort immer wieder auf. Er hat uns zu der Blutlinie geführt. Die Blutlinie sei der Heilige Gral. Das habe Saunier anhand der Pergamente entdeckt. Eine unglaubliche Behauptung, die die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Das war ein Paukenschlag aus vielerlei Gründen. Es würde nicht nur bedeuten, dass Jesus Kinder hatte, mit allen Konsequenzen für unser Verständnis von Christus und dem Christentum. Es würde auch heißen, dass es noch heute Nachkommen dieser Blutlinie gibt. Diese Entdeckung scheint die Bibel auf den Kopf zu stellen. Die Quelle für Sauniers Reichtum ist offenbar das Geheimnis der Blutlinie. Es geht nicht um den Schatz der Blanca von Kastilien, sondern um Gelder vom Vatikan, mit denen sein Schweigen erkauft wurde. Doch nur ein Jahr später wird bekannt, die Pergamente sind in Wirklichkeit Fälschungen. Ein riesiger Schwindel von Pierre Plantin und Gérard de Sète. Henry Lincoln ist nicht daran beteiligt, sondern dem Betrug selbst zum Opfer gefallen. Oh là là, non, ce livre. Das Buch ist ein Schlag ins Gesicht. Das gibt's doch nicht. Man erzählt uns von Merowingern, einer Bruderschaft und Spionen. Unmöglich. Wir sind allen diesen Hinweisen gefolgt. In Wirklichkeit hat uns de Sète Fallen gestellt. Er hat Köder ausgeworfen. Wir haben angebissen. Was ihn dazu bewogen hat, weiß keiner. Viele halten diese Geschichte für eine bizarre Form von Aktionskunst. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. 20 Jahre später liefert der Schwindel die Grundlage für einen der größten Bestseller aller Zeiten. Sakrileg von Dan Brown hebt die Erfindung um die Blutlinie Christi und die Bruderschaft auf eine ganz neue Ebene. All die Schatzsucher und Schriftsteller geben der Geschichte von Rennes le Château etwas Besonderes. Das Mysterium verkauft sich viel besser, wenn man behauptet, Béranger Saunière habe ein schreckliches Geheimnis gehabt. Aber wenn Sauniers Reichtum nicht Bestechungsgeldern aus dem Vatikan zu verdanken ist, woher stammt er dann? Aus dem Schatz der Blanca von Kastilien jedenfalls nicht, auch wenn Noël Corbu das behauptet. Dieser Schatz wird in keinem Geschichtsbuch erwähnt. Ludwig IX. Wurde tatsächlich gefangen genommen und gegen Lösegeld freigelassen. Woher also hatte Saunier all das Geld? Die Antwort liegt offenbar in den 150 Briefen, die tagtäglich bei ihm eingingen. Während des Verfahrens wird nachgewiesen, dass die Briefe keine Einnahmen aus dem Verkauf des Schatzes darstellten, wie Marie behauptet hatte, sondern eher zwielichtiger Natur waren. Auf Bestellung verschickte Saunier in betrügerischer Absicht Messen an Personen in aller Welt. Er betrieb illegalen Handel damit. Dem Kirchengesetz nach darf ein Pfarrer pro Tag 3 Messen halten. Saunier hielt auf Bestellung aber Hunderte. So häufte er allmählich ein Vermögen an. Alors, comme il a trafiqué les messes. Wie funktionierte der Handel mit Messen?
Er hat etwas erfunden, das es auch heute noch gibt. Anzeigen in Zeitschriften. Armer Pfarrer in armem Dorf bietet Messen für die Restaurierung der Kirche. So erhielt er sehr viel Geld. Das ist also Sauniers Geheimnis. Er war ein geschäftstüchtiger Betrüger. Den größten Teil seines Vermögens erwarb er durch den Verkauf von Messen, aber er handelte auch mit Alkohol und Öl, stellte Postkarten her und machte einfach alles zu Geld. Wenn Saunier aber nur ein Betrüger war, warum behauptete Marie dann immer, er habe einen Schatz gefunden? Die Dorfbewohner sahen, wie er eine Villa baute, Land erwarb und großzügig Geld verteilte. Das war schon etwas seltsam. Und die schlaue Marie erzählte ihnen, dass er einen Schatz gefunden hat. Das erklärte alles. Es gibt noch einen anderen Grund. Nach Sauniers Tod war Marie so gut wie mittellos und brauchte jemanden, der sie unterstützte. Also dachte sie sich etwas aus. Marie war klug, aber auch ängstlich, denn sie besaß ja nichts. Um zu verhindern, dass sie auf die Straße gesetzt wird, sagte sie ihm: Monsieur Corbu, am Ende meines Lebens werde ich Ihnen etwas sagen, das Ihnen große Macht verleihen wird. Ist Corbu einfach nur naiv und ein Opfer ihrer Geschichte? Oder gibt es Gründe, ihr zu glauben? Corbu war ein erfolgreicher Geschäftsmann und wollte Rennes zu einer Attraktion für die Allgemeinheit machen. Welches Geheimnis einer solchen Attraktion zugrunde lag, spielte keine Rolle. Hauptsache, man kultivierte es und zog auf diese Weise jede Menge Touristen an. Bei seinem ersten Besuch im Dorf kamen jährlich nur 200 Touristen. Fast 70 Jahre später sind es Zehntausende, die sich von der Legende um den Schatz in Rennes-le-Château faszinieren lassen. Die Geschichten von Marie und Corbu und letztlich auch das Buch Sakrileg haben Wirkung gezeigt. Obwohl viele Aspekte als Täuschung entlarvt wurden, suchen viele weiterhin nach dem Schatz oder einem Geheimnis. Wenn man nach Rennes-le-Château kommt, hat man den Eindruck, ein Rätsel lösen zu können. Das ist ein wichtiger Faktor des weltweiten Erfolgs von Rennes-le-Château, dass dies ein Spiel ist, an dem man teilnehmen kann. Wir alle brauchen Träume. Wer braucht die Wahrheit, wenn man ein Geheimnis haben kann?